Am 12. Oktober war es soweit. Nach über 1,5 Jahren Nachdenken, Zuhören und Diskutieren legte EU-Agrarkommissar Dacian Cioloș dem Europäischen Parlament seinen Entwurf zur gemeinsamen Agrarpolitik nach 2013 vor. Mit dieser Reform schlägt die Europäische Kommission eine neue Partnerschaft zwischen Europa und seinen Landwirten vor. Ein neuer Vertrag basierend auf Vertrauen, Transparenz und Öffnung. Die gemeinsame Agrarpolitik wird von den Steuergeldern der EU-Bürger finanziert und gewährleistet deren Versorgungssicherheit. Sie soll aber auch den vernünftigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen und eine ausgeglichene Entwicklung der ländlichen Räume in der EU sichern. Die erste Säule wird grüner. So sollen künftig 30% der Direktzahlungen an Greening-Maßnahmen gebunden werden. Im Gespräch ist ein Grünlanderhaltungsgebot, 7% ökologische Vorrangflächen und die sogenannte Fruchtartendiversifikation, bei der mindestens 3 Kulturen auf den betrieblichen Ackerflächen wenigstens 5% und maximal 70% ausmachen. Cioloș will damit eine Brücke zwischen Ökonomie und Ökologie schlagen. Mögliche Überschneidungen zwischen erster und zweiter Säule sind dabei allerdings zu erwarten. Wir schlagen eine Neudefinition bei den Direktbeihilfen vor, um die Wettbewerbsfähigkeit aller Landwirte in der Union in die Dienste unserer Lebensmittelversorgung zu stellen. Wir wollen dabei das gesamte produktive Kapital betrachten, um eine klare Definition des aktiven Landwirts zu haben. Die Direktzahlungen sollen degressiv gestaffelt werden mit einer entsprechenden Deckelung für Großbetriebe. Einfacher und grüner will EU-Agrarkommissar Dacian Cioloș die gemeinsame Agrarpolitik nach 2013 gestalten. Er will eine Brücke zwischen Landwirten und den EU-Bürgern schlagen, die verstehen sollen, was mit ihren Steuergeldern passiert. Cioloș hat seinen bislang wichtigsten Zug bei der Diskussion um die GAP nach 2013 getan. Nun sind das EU-Parlament, die Mitgliedstaaten und die Bauernverbände an der Reihe.